Ich bin Kathrin Fankhauser, genannt Trina. Ich bin die Hausmutter hier in diesem Camp und betreue die Kinder. Betreuen. Das heisst, wenn etwas wehtut, wenn sie irgendwie Blattern haben oder wenn sie ein bisschen Heimweh haben, schaue ich einfach ein bisschen zu ihnen. Ich bin verantwortlich für das und mache das sehr gerne. Ja, die Kinder sind zwischen 6 und 11-jährig. Zum Teil intern, das heisst in den Hostel untergebracht. Aber zum grossen Teil kommen die Eltern mit, die sie selber betreuen. Das heisst, die bringen die morgen auf die Eisbahn für das Training und dann sie am Abend nach dem Training wieder mit heim in ihr Hotel, wo sie sind. Aber für die anderen Kinder, die im Hostel sind, bin ich zuständig oder immer, wenn irgendetwas ist, wenn sie sich eben verletzen oder heimweh haben, was es so gibt. Oder manchmal gibt es auch Grippenfälle, haben wir auch schon gehabt. Dass ich dort zuständig bin, dafür zu betreuen und zu versorgen. Es sind insgesamt 60 Kinder, die jetzt in diesem Camp sind, in den verschiedenen Altersstufen. Und unten im Hostel, wo wir übernachten, sind insgesamt, wie viele sind das genau? Circa 20, 25 Kinder. Also ungefähr ein Drittel. Da erlebt man ja auch einiges. Gibt es da lustige Geschichten, die ihr in den letzten Jahren oder dieses Jahr erlebt habt? Es gibt viele lustige, herzige Geschichten, muss ich sagen, mit diesen Kindern. Sie sind sehr wirklich herzig. Es hat jetzt zum Beispiel gerade aktuell gewesen, dass einer aus der älteren Gruppe Liebeskummer hatte. Das ist ich da das erste Mal. Ich mache jetzt das sechste Jahr, bin ich da hier dabei als Betreuerin. In der zweiten Hockey-Camp-Woche, wo die kleineren Kinder sind. Und das ist das erste Mal, dass wir so etwas erleben in diesem Alter. Also das ist, wir mussten lachen, wir haben wirklich geschmunzelt. Also für den Gil ist es nicht so lustig, aber für uns einfach die ganze Geschichte war wirklich zum Schmunzeln. Wir haben ihm gesagt, ja, es gäbe halt im Leben gäbe es halt das. Der Gil ist 10-jährig. Er hat uns gesagt, dass sie die 13-jährige Freundin noch hatte. Er könne noch nicht den Vater um Rat fragen, weil er hat nicht so viele Erfahrungen wie er. Er hat nicht so viele Freundinnen in seinem Leben. Und eben, wirklich köstlich für uns zum Zuhören. Was für euch ja noch Besonderes ist, ihr gebt einen Jahresurlaub. Ihr gebt von eurem Urlaub, gebt ihr hier dran, um hier beim Camp dabei zu sein. Was ist die Motivation? Motivation ist, auch für die Kinder anzuhören, in diesem Camp allgemein. Wir haben eine super gute Stimmung, ein gutes Team. Es ist sehr, sehr familiär und es motiviert. Also es ist immer schön, auch die Leute wieder zu sehen, die kommen. Auch die Kinder, das sind solche, die über Jahre kommen, immer wieder. Wir haben jetzt auch hier wieder kleinere Herzette, die ich seit 3 Jahren betreue, zum Beispiel, die immer wieder kommen, jedes Jahr wieder kommen. Und das ist auch schön, die Kinder wieder zu sehen, wie sie sich entwickeln. Oder auch wirklich, es ist herzig, es sind herzige Kinder, anständige Kinder. Und eben, wenn man so Sachen erlebt, sind sie sehr dankbar, sie kommen auch. Wenn irgendetwas ist und man merkt, eben, wenn es hat, auch vielleicht ein bisschen Heimweh hat, dann kommen sie schon ein bisschen zur Hausmutter, sie sind so ein bisschen um mich herum. Das sieht man schon, dass sie das so schätzen, dass jemand da ist. Eben so eine Ersatzmami da ist, die ein bisschen für sie da ist. Und das ist etwas, was ich gerne mache. Da gebe ich sehr gerne meine Ferien, einen Teil meiner Ferien drauf, um das zu machen. Es ist gleich auch, es ist sehr intensive Zeit in dieser Woche, weil es sehr viel Zeitaufwand ist. Es ist nicht viel Arbeit in dem Sinn, wo es macht Spass. Aber der Zeitaufwand ist schon gross, aber ich mache das wirklich gerne. Weil es kommt sehr viel zurück. Es ist genau ein Gilda von Langnau. Es hat, von Langnau hat es jetzt wirklich nicht mehr viele Kinder da. Es ist eine einzige jetzt in diesem Camp, in dieser Woche. Und sonst hat es viel aus der ganzen Schweiz. Also es hat von Zürich, eben Kloten, vor allem Ostschweiz hat es Kinder da. Es hat aber auch 2 Buben aus den Staaten da, von Minnesota, sind 2 Gieren da, wo das via Kursteilnehmer von hier sind dazugekommen. Es sind 2 Buben, die auch da sind. Sie sind in die Stadt eben in ein Hockey-Camp gegangen, wo die Leute einander erkennen. Und dann haben sie ihnen gesagt, es gäbe es in der Schweiz auch so Camp. Sie sollen doch mal hierher kommen. Und jetzt ist die Familie da mit 2 Buben. Ja, es ist schön, wenn man sieht, dass das so international ein bisschen bekannt ist, eben durch Teilnehmer aus der Schweiz.
Wir haben schon die letzten Jahre hat es immer wieder aus dem Ausland Teilnehmer gehabt. Wir haben schon von Norwegen hat es Kinder gehabt, es hat manchmal aus Deutschland hat es Kinder gehabt. Also es hat jetzt in den Jahren, als ich da bin, hat es fast jedes Jahr irgendeines aus dem Ausland da gehabt. Es ist von der Kameradschaft her sicher etwas anderes zu sehen, können zu profitieren, können zu lernen, weil hier sehr gute Trainer da sind. Sie können viel lernen in dieser kurzen Zeit, wo es sehr ein intensives Training ist. Also die haben einen recht strengen Tag, die Kinder. Die früheste Gruppe steht um 6 Uhr morgens auf. Und die sind den ganzen Tag hier auf dem Eis. Also die haben 2 Eistraining am Tag, am Morgen eins, am Nachmittag eins, haben Polysport. Sie werden recht gefordert, also sie können sehr, sehr viel profitieren. Auch sagen wir jetzt Schlittschuhläufer ist oder auch technisch, man tut natürlich am Alter entsprechend ein bisschen anpassen, was Sinn macht, mit ihnen zu machen. Aber sie können sehr viel profitieren und mitnehmen. Ich wünsche ihnen sicher Spass an diesem Sport, dass sie das mit Freude machen, nicht, dass es ein Müssen ist. Dass sie sicher das, was sie hier für sich brauchen können, dass sie das auch mitnehmen und probieren umzusetzen in ihrem Heimteam. Und eben das Ganze drumherum hier, die familiäre Atmosphäre, ich denke, das ist etwas, was den Kindern auch Spass macht. Sie sehen hier, machen hier Freundschaften. Kinder, die sie immer wieder sehen, jedes Jahr auch wieder sehen, die treffen sich hier, die sie vielleicht das ganze Jahr durch praktisch nie sehen oder nur, wenn sie gegeneinander spielen in ihrem Team. Und ich denke, das ist etwas, was ihnen auch viel bringt. Also. Mein Name ist Annabelle Haya, ich komme von Düdingen, ich bin seit 2 Jahren Polysportlehrerin hier und ich mache mit den Kindern verschiedene Spiele machen, nach dem Eistraining oder vor dem Eistraining. Entweder tun sie darauf vorbereitet, auf die Tisch, ein bisschen einwärmen, dehnen, Gymnastik oder ein Cooldown nach dem Eistraining, um sich ein bisschen runterzubringen. Und dann gehen wir auch noch ins Schwimmbad, ein bisschen planschen, Freude für die Kinder oder gehen meine Gäufeln. Ja, das ist unterschiedlich. Also es gibt nie alle Spiele, die für alle gleich lustig sind. Die einen will lieber das machen, die anderen will lieber das machen. Und dann braucht es immer eine gute Mischung, dass alle ein bisschen zufrieden sind. Und dann tue ich ein bisschen abjonglieren. Zuerst tun wir 10 Minuten zum Beispiel shooten, was natürlich für Boys lustiger ist als für Mädels. Dann spielen wir 10 Minuten ein anderes Spiel und so probieren wir einen guten Ausgleich für alle zusammen herzubringen. Was denkt ihr, wenn ihr die Kinder auf dem Eis seht? Der Kind, also Sport ist gut, Sport macht Freude, einfach die Freude übermitteln am Sport. Und wenn sie dann alle zusammen auf mich sehen, ist es auch sehr motivierend, weil die Kinder die wollen, die probieren und sie geben ihnen das Beste. Und ja, das ist schon, wenn man nebendran am Eis steht, macht das schon Freude zu sehen, dass die Kinder wirklich probieren, Einsatz zu zeigen und mitzumachen, dass sie sich verbessern. Macht ihr das schon lange beim Sportcamp? Hier im Lehrcamp bin ich jetzt seit 2 Jahren dabei, aber sonst schon ein bisschen länger. Merci. Vielen Dank.